Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu... What the fuck? zu Let's Play... Final Fantasy 13 über die Xbox 360, ich stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, im letzten Part haben wir bei Thunderlust richtig in den Arsch getreten. Und zwar so richtig in den Arsch getreten. Ich bin immer noch minimal verwirrt. Aber... Okay, habe ich jetzt eigentlich auch kein großes Problem mit. Ich meine, wir haben ihn... gewickt. Wir haben es geschafft, ihn getötet, meinen Hass-Boss-Fight in Final Fantasy besiegt. Man muss dazu sagen, in den Final Fantasies, die ich bisher gespielt habe, war das jetzt der einzige Boss-Fight, den ich bisher nicht geschafft hatte. Und ich habe viele schwere Boss-Fights besiegt. Naja. Ja, finde ich ganz cool. Und deshalb spielen wir jetzt weiter. Das Spiel ist jetzt, wie ich wahrscheinlich schon mal erwähnt habe, wirklich komplett blind für mich. Hi. Ich könnte sagen, es war meine Pilot-Skills, die uns back there. Truth is, the ship handled all the flying and shooting. I'm not talking about some jacked up autopilot either. Something wanted us to make it out of there. We made sure we did. Moment mal. Okay. So, was sagt Snow? Oder sagt er überhaupt was? Denkt er immer noch drüber nach, was Daisley gesagt hat? Hi Feng. You're checking your brand? You start to stray or take too much of a shock, your brand will change and it'll be next stop Seath Central. Keep that in mind. Dann sieht's ja nicht gut für Sass und Snow aus, hm? Und jetzt auch nicht so unbedingt für Vanille. Und sie hatte ja auch schon einen und Hope hatte auch ständig welche. Also irgendwie sieht's mies für uns alle aus. Ja, doch, doch, das stimmt schon, das stimmt schon. So Daisley was really the foul sea Bartandalus. The vision he was talking about was that crazy Ragnarok dream we all had when we were made into the sea. One of us is supposed to become this Ragnarok thing and destroy Eden. Ach ja, genau das wollte ich am Ende des letzten Parts noch sagen, das habe ich total vergessen. Wo ich jetzt gerade Eden wieder lese, ich würde noch sagen, diese eine Stadt, über die wir da geflogen sind, ja. Das ist mal Eden. Eden ist die Hauptstadt sozusagen von Cocoon. Hä? Ja klar. Yeah, I gotta apologize. Looks like I was wrong. About Sarah's focus? Not like you to second guess yourself. Yeah, well, even heroes make mistakes. What about your plan to protect Cocoon? Either way, your faith in Sarah was strong. That strength got you this far. It was all wrong. Yeah. You tried so hard to convince us that you even fooled yourself. You've been a total idiot. But still... it saved me. You trusted Sarah. Let that faith drive you. It even made me want to believe. Okay. Was ist denn hier drüben? Stimmt, keine Truhe? Boah. Jetzt werden sie aber geizig. Jedenfalls ist da drüben ein Speicherpunkt. Ist ja alles schön und gut. Aber mir gefällt es trotzdem nicht, dass sie jetzt so geizig mit den Drohnen werden. Also bitte. Sonst lag in jeder... offensichtlich aussehenden Ecke ein Schatz und jetzt
Noch kein einziger hier in dem Gebiet. Mann, Mann, Mann. Das enttäuscht mich ja fast schon. So wie bei Tendulus, ne? Hm? Ah, so ein Hurensohn. Was ist denn das hier für ein Gebiet, Alter? Wasch, das, ich kenne das nicht. I can't believe we're still in Cocoon. It's kind of creepy. Eine neue Esper oder was? Oh nö. Neue Xenoroiden. Och nie. Wie heißt ihr? Nicht mehr Xenoroiden, sondern Yantioiden. Ja, schön, scheiße. Jetzt durfte ich nicht mehr mein Team bestimmen. Ah, noch verdammt, das hätte ich gerade wahrscheinlich machen können. In der Pause. Irgendwas mit Heilung hier, danke. Die machen richtig viel Schaden gerade. Lustigerweise habe ich mit denen gerade mehr Probleme als mit Bartendinus. Wow, das finde ich gerade ein bisschen interessant. Dass sie mir gerade echt viel mehr Probleme bereiten als Bartendulus. Starte ich vor der Sequenz wieder? Bitte? Bitte, bitte, danke, danke. Weil ich möchte gerne was ändern. Nämlich das Team und die Paradigmen. Dankeschön. Ich glaube fast schon, dass mein Team bis zum Ende wirklich so hier bleiben wird. Ich meine, ich mag Seth. Seth ist so cool. Und Snow auch. Aber ich mag die beiden eigentlich auch mehr als Hope und Fang, aber vom Kampf halt, ne? Das ist dann doch so schon eher mein Ding. Ja. Kurz nochmal die Paradigmen. Einmal so. Einmal so, einmal so. Einmal so. Einmal so. Und was mache ich noch? So. Machen wir so noch. Aber wenigstens erstmal ein bisschen was. Kann ich jetzt eigentlich schon den Anführer bestimmen? Nein. Das geht noch nicht, aber das wird noch gehen. Denke ich mal. Behaupte ich mal. Weiß ich nicht. So, das kennen wir schon. Nochmal, Yantioiden. Wir sind ja jetzt hier wieder das gute Team. Ach, die Scheiße, wie viel halten die denn aus? Im Ernst, Alter, die sind ja stärker als Bartendulus. Ganz im Ernst jetzt. Krass, krass. Gefällt mir nicht, was ist das? Ah, ich weiß, was mir noch fehlt. Mir fehlt noch Verheerer, Heiler, Brecher. Wäre noch ganz gut, glaube ich. Erstmal müssen wir die jetzt auf jeden Fall schocken, ey. Das geht ja gar nicht. Was ist denn mit denen los? Was ist falsch? Ich habe ja immer noch 90 Heiltränke. Also. I don't really care. So, der ist geschockt. Ich will mal kurz gucken. Schwäche gegen Feuer. Ändert physiologische Beschaffenheit. Das ist nicht so cool. Ist ja fast schon wieder Tulipan jetzt, oder was? Tulipan 2. Ja, schöner Scheiße. Falls ihr nicht mehr wisst, wer der Tulipan war, das war der Mr. Thaddeus, ja. Der mich ein bisschen angekotzt hat. Der war schwerer als Bartendulus. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Vor allem, es kam mir auch immer so vor und ich habe auch immer gelesen, Bartendulus ist schwerster Kampf in dem Spiel. Ist nicht lustig, ist nicht lustig. Und ja, ich habe so auch immer selbst gedacht, weil es mir auch immer selbst so vorkam. Und jetzt kommt er einfach mal und stirbt.
Ich muss ja damals richtig behindert. Ich kann jetzt einfach mal für alle Rollen machen und den Anführer bestimmen. Einfach so random nach einem Kampf. Daran merkt man, das Spiel nimmt jetzt so. Es gibt mir mehr Freiheit. Auch mit den Gebieten. Ich glaube, die werden jetzt open-worldiger. Offener. Wenn man es mal deutsch sagen will. Die fünfte Arche. Ich glaube aber erst ab dem Gebiet danach, also ab Kapitel 11, dann weiß ich aber gar nicht so genau. This place. It must be an ark. An ark? That's what they call them. Long ago, the Falci, who made their home on Grand Pulse, were afraid of invasion from the outside. As part of their battle preparations, they created an army of living weapons. And they stored those weapons in arks. And they hid the arks all over the world. Everyone on Grand Pulse knew the legend. So, this is basically a Pulse armory. Mm-hmm. Nice shots. Most of us never believed in them. A few people tried searching, but they never found a thing. Who'd have thought to look on Cocoon? Right under our noses. Some secret they kept. Those Sanctum guys, what are they up to? The story's not done. There's more. They used to say the Arks had a more practical purpose. Huh. Really? Yeah. To force Lassie to master their shiny new powers. Huh. Okay. So, I get it. Dysley's goal is to forge us into stronger weapons. Right. Not Seath, but monsters all the same. Think of it as training for the fight ahead. Herb's right! Wait. What was that? Oh, these guys again. Fun times. Over there. We gotta keep moving. Nah, facts. Okay, gucken wir erstmal. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen was zu erledigen, glaube. Denn ich sag's mal so. Unsere verborgene Lassie-Kraft wurde entfesselt. Und jeder hat jetzt einfach jede Rolle. Heilige Scheiße. Das heißt, er kann... Ach, nicht er. Das heißt, er kann jetzt zum Beispiel Brecher... Und sie kann jetzt... Oder er hier kann jetzt zum Beispiel Verteidiger. So nur als Beispiel. Krass. Ich glaube. Ja, krass, Alter. Was. Oh, das ist ja richtig krass. Ich muss den natürlich erstmal. Ich glaube, dann muss ich jetzt erstmal kurz den Rest des Partes damit verbringen, oder? Ich meine ja nur. Ich meine, ich habe jetzt. Ich überlege erstmal, was ich brauche. Ich will nicht unnötig mit jedem alles erlernen, ne? Das wäre sonst auch Verschwendung der Punkte. Wir hätten hier... Ach komm, bitte. Spack nicht rum, danke. Wir hätten hier erstmal Stück für Stück jeden Scheiß. Schämen? Aha. Was ist hier? Konter. Noch nicht mal eine Rollenstufe, weil da... Wie ewig dauert das denn? Keine Rollenstufe, gar nicht. Schutzmantel. Also mit dir brauche ich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts anderes. Es sei denn, du hast gute Manipulatorzauber, das weiß ich nicht. Deprotus. Deval. Ach komm. Morbid.
Gift. Deprotegar. Das klingt schon nicht schlecht. Aber wir haben ja hier schon jemanden mit Manipulator, ne? Vielleicht lernt ihr auch noch was Gutes irgendwann. Gucken wir doch mal. Wow. Was haben wir hier? Nebel. Nebel und Nebelgar. Ach, diese Steuerung in dem Hurensohn. Ich meine natürlich in dem Pistarium. Laden wir das einfach mal kurz komplett auf. Ich glaube, bei dir hier... Oh, Heiler. Drei Heiler dann irgendwann. Bei dir wäre eigentlich, das wollte ich jetzt gerade eigentlich sagen, der Verheerer interessant. Weil du das eben noch nicht hast. Wobei, eigentlich brauche ich das auch nicht. Ich meine, wenn ich das Team wirklich so behalte, wie ich es jetzt habe, habe ich immer zwei Verheerer und das reicht eigentlich. Ach komm, diese Scheißsteuerung von diesem Kackteil, Alter. Feuergar? Na ne, Feuergar, gut, ich dachte gerade. Ich muss mal überlegen. Brauche ich überhaupt noch mehr? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde schon ganz gern den Brecher bei dir mal aufwerten. Das kostet einfach mal 6000 Punkte, bis er angreifen kann. What? Vielleicht möchte ich den doch nicht aufwerten bei dir. Was haben wir hier? Marderstoß. Und Umschlag. Seelenstoß. Doppelattacke. Schockzerberster. Doch, ich glaube, bei ihm werde ich den wirklich mal aufwerten. Das hat alles 6.000. Alter, du Fick-Hurensohn. Was ist denn los? Das habe ich schon verbraucht. Gott, ihr drei interessiert mich eigentlich gar nicht. Wirklich, ihr drei interessiert mich gerade eigentlich gar nicht. Es tut mir leid, wenn das ein bisschen hart klingt, aber ist er. Ich muss mich jetzt, tut mir leid, aber ich muss mich jetzt, glaube ich, hier mal eben ein bisschen dem Kristarium widmen. Oder nur so grob. Also ich gucke jetzt nur noch grob über die anderen. Nur noch ganz grob. Ja. Ach, Mann. Ich habe gerade echt Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Gar nicht mal so leicht. Aber ich mache damit jetzt erstmal nicht weiter. Okay. So, ist so ein Präventivschlag drauf, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber ich finde es schon, also ich sag mal, so. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. 6000, um eine Rolle zu erlernen, ist schon nicht wenig. Und dann insgesamt... Nee, Quatsch. Ich habe keine Ahnung, wie viel das beim ersten gebraucht hat. Also ich meine, beim ersten, ich meine... Ich weiß ja nur von Ruin zu Angriff bei Hope gerade. Das hat 6000 gekostet. Aber wie viel waren es denn eigentlich von nichts bis Ruin? Das habe ich gar nicht... Wusste ich gar nicht, habe ich nicht geschaut, hatte ich gar nicht die Möglichkeit zu... Nicht die Gelegenheit. Ja doch, hatte ich schon, aber ach, lass mich in Ruhe. Ist ja auch egal, jedenfalls ist es arschteuer. Was haben wir hier? Wir haben hier einen grünen Bomber. Zwei Janetuiden und eine Truhe bewachen. Okay, machen wir eben noch die beiden Kämpfe. Fangen wir mal mit dem Blitzschlag an auf jeden Fall. Das, muss gerade mal sagen, die Dinger sind scheiße. Also, ich fand ja schon die Xenoroiden damals unglaublich nervig, aber die hier,
Die übertreffen das fast gerade schon noch ein bisschen. Thanks. Thanks. Ach, Rob, du bist doch sinnlos. Du bist doch scheiße. Erstmal kurz um ihn einkümmern, danach kümmern wir uns halt. Ach, scheiß auf Heilung. Im Ernst. Heilung ist doch überbewertet. Jetzt müssen wir den halt nur noch möglichst schnell schocken, ansonsten bereitet er vielleicht doch noch Probleme. Weil ich mich ja doch gerade irgendwie stark gegens Heilen wäre, warum auch immer. So. Gut, das war's dann mit dem Digital. Ich find's so geil, wie die einfach im Normalzustand gar keinen Schaden bekommen und im Schock einfach in ein paar Sekunden sterben. So. Jetzt muss ich nochmal eben was nachschauen. Nämlich Paradigmen. Gibt's hier irgendeins, was ich gar nicht brauche? Das hier brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich will das nämlich mal ausprobieren. Den Kerberos! Kerberos, mit dem Wort verbinde ich ein bisschen mehr. So, was haben wir hier drin? Ich hätte gern den nächsten Schatz. Was ist denn ein Heldenamulett? Ich glaube, ein Heldenamulett hatten wir schon mal. So. Kämpfen wir noch schnell gegen euch zwei. Bomber sind unschön. Let's get this over with. So, erstmal kurz bitte den Detonator fixen, fokussen. Das wäre ein bisschen mal ganz kurz auf mein Handy schauen. So, und jetzt auf den Jantoiden. Janitoiden, sorry. Ich hoffe, da passiert jetzt gerade nichts, weil ich schaue gerade nicht auf den Bildschirm. So, jetzt schaue ich wieder. Oh, mit der Energie sieht es nicht gut aus, aber er ist so gut wie geschockt, also. Pff. Scheiße ich wieder mal drauf. Chuck! Ja. Das war's dann. Ich freue mich schon drauf, wenn wir endlich mal allgemein Gar-Zauber haben. Bekommen. Werden. Tuten. Denn Gar-Zauber sind cool und stark. Und die habe ich in den alten Final Fantasies gern mal gezaubert, also warum dann auch nicht hier? Hier ist bestimmt eine Truhe. Was? Naja. Da baut das Spiel diese eine Lücke da unten ein. Und will mir ernsthaft verkaufen, dass da kein Schatz liegt. Ich kann das gerade nicht ganz fassen. Ich gehe erstmal kurz hier runter. Und kümmere mich um die drei Detonatoren. Huh, war das jetzt wirklich ein Präventivschlag? Wow. Das erstaunt mich gerade doch ein bisschen. Holen wir mal den Kerberos raus. Ich weiß, es wird jetzt noch nicht viel bringen, ganz einfach, weil Hope einfach nur Ruin hat und mehr nicht. Aber ich mache ja gerade auch nur Ruin, wie man sieht. Von daher, doesn't really matter anyway. Die beste Aussprache überhaupt. Meine Zunge ist heute schon wieder viel zu langsam. Zunge. Naja, ich bin aber auch recht müde. Dabei habe ich doch recht lang geschlafen. Egal. Was haben wir hier? Ach ja, klar, den Janitoiden und die beiden Detonatoren. Da war ja was. Aber so kümmern wir uns doch erstmal kurz zuerst um Janitoiden. Scheiß drauf, ob die Detonatoren explodieren oder nicht. Geht mir am Arsch vorbei. Wirklich. Weil der stoppt einfach weg hier, weg. So, jetzt die Detonatoren, bitte. Die halten ja auch nicht viel aus, also.
Vor allem, weil ich ja auch schön Wasser- und Eiszauber habe, da ist eigentlich schon ein schneller Tod für die drin. Dankeschön. Sehr gerne. So. Ich suche jetzt eigentlich gerade nur einen guten Punkt, um den Part zu cutten, aber irgendwie findet sich gerade keiner. Immer noch keine Truhe. Was ist denn los, Spiel? Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Die Karte sagt, da vorne ist ein Speicherplatz. Dann cutte ich wohl da vorne. Die Gegnergruppe gefickt dich. Hält mir nicht. Die gefällt mir wirklich jetzt nicht. Wie mache ich denn das? Warum haben die eigentlich immer am Anfang schon nur noch halbe Energie? Achso, ja, weil die sich aufladen und dann ist Energiegewinn dabei, ja was. Blitzschlag. Und ja, eine Tüten töten, bitte. Danke, danke. Ich denke, ich ging noch was schwach. Ja, ging jetzt. Was stand da? Drastische. Ja, okay. Gut. Das sagt nur nochmal, dass Schockzustand bei denen sehr nützlich ist. Wie man vielleicht gemerkt hat. So. Ja, das war's dann wohl auch für den. Für den guten Janitoiden. Ist immer lustig, wie die dann so größer werden und dieses Ding frei ist da. Dieser Kern, sag ich mal. Dieses Etwas. Ich hoffe nur, ich trigger da vorne jetzt keine Sequenz mehr, denn ich möchte gern erst speichern. Hätte ich Lust drauf. Gefällt mir nicht ganz. Na doch, gut. Ich kann nicht speichern. Ohne was zu triggern. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, ich bin noch nicht am Ende. Da kommt nochmal so ein komischer U-Bahn-Tunnel-Gang-Gedöns-Etwas. Wie wir schon ganz am Anfang hier hatten. Und ja. So. Das soll es aber erstmal gewesen sein von dem Part. Und ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich jetzt in dem Part beispielsweise nur recht leise reden und recht unmotiviert. Also, ich bin nicht unmotiviert, aber es mag vielleicht so klingen, was einfach daran liegt, dass ich eben nicht allein zu Hause bin und dadurch eben auch automatisch etwas leiser rede und so nicht herumschreie und nicht so... Aber ich musste das jetzt einfach aufnehmen.